Ja, hallo meine Lieben, ich melde mich zurück nach all der langen Zeit. Ich sehe so aus, wie ich aussehe, denn ich bin Vollblutmama. Keine Zeit, mich fertig zu machen und wenn ich Zeit habe, dann nutze ich sie anders. Ja, also ich wollte euch mal ein Update geben und zwar meine kleine Maus. Das letzte Update, was ich euch gegeben habe, da habe ich quasi am, so gesagt, Freitag geendet, wo sie das erste Mal Milch trinken sollte. Auf jeden Fall, sie hat an dem Tag 30 Milliliter Milch getrunken, alle 4 Stunden. Am Samstag danach hatte sie 40 Milliliter getrunken, alle 4 Stunden. Und Sonntag schon 80 Milliliter. Und Sonntag habe ich dann auch mit denen geredet, wie das aussieht wegen Entlassung und sowas. Und dann haben die gemeint, sie sollte am Mittwoch, den 14., entlassen werden. Und da habe ich mich natürlich tierisch gefreut. Und dann kam ich montags wieder. Ich bin ja jeden Tag zu meiner kleinen Maus. Und bin montags wieder hin. Und dann wurde auch die Magensonde gezogen. Sie hat in die Windeln gemacht. Sobald sie Nahrung bekommen hat, also Milch. Und ja, dann bin ich Dienstag hin. Und da hat sie ja noch schon 120 Milliliter getrunken. Und auch immer regelmäßig in die Windel gemacht. Und Mittwoch konnte ich dann die kleine Maus mit nach Hause nehmen und habe quasi den ersten Tag mit ihr verbracht. Das war dann am 14., 10 Tage nachdem sie operiert wurde und 12 Tage nachdem sie geboren wurde. Also das ist richtig gut. Normalerweise wurde ja gesagt 6 Wochen. Da kann es dauern, bis die kleine Maus nach Hause kommt und wie sie es halt macht. Aber die hat es halt richtig, richtig gut gemacht. Und ja. Deswegen wollte ich euch jetzt ein kleines Update geben. Genau. Und die kleine Maus ist jetzt hier ein paar Tage schon daheim. Da geht's ganz gut. Die sucht halt viel die Nähe von mir. Also die quengelt sehr viel, wenn ich sie nur ablege und irgendwas machen will. Die will halt die ganze Zeit zu mir auf dem Bauch und schläft dann auch manchmal nur auf mir ein. Ist halt klar, ihr fehlen halt so wirklich die ersten Tage mit der Mama, ne? Und das merkt man halt auch. Und sie träumt halt auch sehr schlecht. Also. Ja, man denkt sich jetzt sicher, ja, was können Babys träumen? Die kennen das ja noch gar nicht, zum Beispiel ja, wie schwimmen gehen oder dass man sowas träumt, ja, weil die ja noch nicht die Erfahrung haben. Aber die Kleine hat halt Albträume, also was heißt Albträume, so ein bisschen von Operationen und so, das merkt man halt schon, dass sie da ziemlich halt ein Krankenhauskind ist. Aber das wird mittlerweile auch mal Hebamme ist, dann täglich kommt die und schaut sich die kleine Maus an und mich. Ich habe mittlerweile 11 Kilo verloren. Habe schon lange mein Gewicht vor der Geburt wieder. Wochenfluss ist auch fast weg. Ja, wir haben heute den 17. Am 2. kam die Maus und jetzt ist mein Wochenfluss schon fast weg. Das andere, was ich jetzt habe, ist, meine Symphyse hat sich gelockert. Für die, die nicht wissen, was das ist, das bedeutet, dass die Beckenknochen vorne am Schambein nicht richtig zusammengehen. Und sich da ein Knorpel gelockert hat und ich habe halt schon Schmerzen beim Aufstehen, Sitzen, Lachen, Husten, Niesen, das ist halt alles, tut halt sehr weh. Und das kann mehrere Monate dauern, bis das weg ist. Das hat mir halt auch keiner gesagt, dass es sowas vorher gibt. Ich bin dann auch ins Krankenhaus gegangen, wo ich entbunden habe, weil ich voll die Schmerzen hatte und alles. Und die wussten auch nicht, was das ist, also keine Ahnung. Ich sag's halt ganz ehrlich, ich habe gedacht, mein Kitzler würde mir wehtun, ja. Ich sag da jetzt, rede da offen und ehrlich drüber, aber das ist halt durch diese Symphyselockerung ist das halt so ein Symptom. Und meine Hebamme hat mir das dann gesagt, jetzt muss ich dann so ein Beckengurt, also ein Nierengurt tragen, damit meine Beckenknochen, Hüftknochen zusammengehalten werden. Und das kann halt mehrere Monate dauern. Super, ne? Sagt halt einem auch keiner, dass es sowas gibt. Meine Naht von wo ich genäht wurde, ist alles gut. Also ich habe keine Schmerzen, ich kann pinkeln wie sonst normal auch. Und tut auch nicht weh beim Abputzen oder so. Am Anfang habe ich Feuchttücher genommen, mittlerweile kann ich auch normales Toilettenpapier nehmen. Also ich kann auch sitzen, also ist alles kein Problem. Sitzen ist halt wegen der Symphyse immer so ein bisschen, muss ich mal gucken, wie ich aufstehe und wie ich mich hinsetze und so. Ja, meine Zuckermaus, die liegt hier neben mir, aber ich zeige natürlich nicht ihr Gesicht, denn sie bleibt undercover. Und sie schläft jetzt gerade mal. Trinken tut sie alle 4 Stunden circa um die 100 Milliliter. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Sie hat jetzt 3360 Gramm. Geboren wurde sie mit 3190 Gramm, also sie nimmt auf jeden Fall auch gut zu.
Ich habe zum Beispiel von gestern auf heute 60 Gramm zugenommen. Und was kann ich noch erzählen? Ja, Anträge sind jetzt alle ausgefüllt. Die werden jetzt auch gemacht, damit dann auch das Geld fließt, ne, für die kleine Maus. Und ja, durchschlafen. Also was mit Schlafen ist, sie wird halt immer so von 10 bis 2 ist sie nach dem Füttern und Wickeln wach. Und dann ist aber eigentlich Schlafenszeit. Also um 10 gehen wir mal schlafen. Und dann ist sie immer wach und dann prappelt sie so ein bisschen vor sich hin und guckt. Und ja, ist halt noch ein bisschen unruhig, aber einmal konnten wir auch 8 Stunden schlafen, also halt mit einmal Unterbrechung. Das war dann schon wieder schön. Aber ja, ansonsten machen wir Mittagsschlaf. Und sie ist eigentlich eine ganz liebe, also sie schläft voll viel, sie schreit nur, wenn irgendwas ist, wenn irgendwas drückt, Bäuerchen oder so. Oder wenn sie halt zu mir will, weil sie ist halt noch sehr, sehr, also sie ist sehr, sehr anhänglich, richtig anhänglich. Aber ist nicht schlimm, weil ich liebe sie ja und auch mir fehlen die ersten Tage, die ersten Wochen. Deswegen, ja, bin ich froh, dass ich meine kleine Zuckerpuppe bei mir habe. Ja, und jetzt habe ich mich mal so an einem kleinen Update gemeldet, weil im Moment das Videodrehen ein bisschen schlecht, aber ich werde dann demnächst ein Video drehen, so ein komplettes Update über Wochenbett und was für Produkte ich empfehlen kann und was für Produkte ich nicht empfehlen kann. Denn ich habe hier schon wieder einen super GAU gehabt. Ja, das kommt aber alles ins nächste Video und ich wünsche euch viel Spaß erstmal bei dem hier und danke, dass ihr reingeschaltet habt. Und ja, die kleine Zuckermaus ist gesund und munter daheim, endlich bei der Mama und hat die OP gut überstanden. Und für alle, die auch mal die ein Kind bekommen oder bekommen haben oder so, also schwanger sind und wissen, dass sie das Double-Bubble-Phänomen hat. Leute, die Kinder kommen damit richtig gut klar. Also im Nachhinein, die schaffen das. Und klar, aller Anfang ist schwer und auch für uns Mamas, dass es echt hart ist zu sehen. Aber jetzt habe ich ein kleines, gesundes Mädchen neben mir liegen, die hier rumprabbelt und rumdrückt und die gleich weinen wird, weil irgendwas drückt. Oder ein Bäuerchen macht. Ja, deswegen dann bis zum nächsten Mal und ja, macht's gut. Hallo meine Lieben, ich melde mich jetzt nochmal so zurück. Und zwar, wir haben heute den 20. März. Heute wäre der voraussichtliche Entbindungstermin von meiner Tochter gewesen. Die ist ja jetzt schon seit 18 Tagen auf der Welt und ich habe Tomatensauce am Kind. Lecker. Nee, auf jeden Fall wollte ich mich auch nochmal jetzt zu dem Update davor, weil ich habe das hochgeladen, aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist gar nicht online gegangen. Deswegen schneide ich die beiden Updates jetzt zusammen. Ja, meine kleine Maus ist jetzt 18 Tage alt und wir haben uns so daheim relativ gut eingelebt. Eine Routine fehlt natürlich noch, das ist noch nicht so ganz einfach, weil ja, mal hat sie alle 4 Stunden Hunger, mal alle 3,5 Stunden. Nachts schlafen wir eigentlich ganz gut. Am Anfang war es schon, ja, anstrengend, da hat sie, war sie sehr, sie war sehr schockiert darüber, wo sie jetzt ist und alles. Und sie träumt halt sehr schlecht. Wahrscheinlich muss sie halt das mit der OP und so verarbeiten. Und sie braucht halt sehr viel Körperkontakt, ist mir aufgefallen, was natürlich schön ist, ne? Aber die kleine Maus hatte ja mich die ersten 2 Wochen nicht und ich hatte auch sie nicht. Und das merkt man ihr auch an, dass sie manchmal einfach in einem Schreikrampf endet, weil sie einfach nur auf meinen Arm will oder einfach nur rumgeschleppt werden will. Genau, die kleine Maus ist ansonsten eigentlich ein ruhiges Baby. Sie schläft fast den ganzen Tag. Sie schreit nur, wenn sie, wie gesagt, auf meinen Arm will oder so oder in die Baby trage und dann schleppe ich sie halt so rum. Oder wenn sie Hunger hat, wenn sie so langsam Zeit wird zum Essen, so alle 3,5 Stunden, 4 Stunden meldet sie sich dann. Oder wenn halt was drückt, ne, wenn sie halt einen Pups lässt oder so, dann meckert sie halt. Aber ansonsten ist sie wach und am Schlafen und ist eigentlich ruhig. Also das ist auch die meiste Zeit, ne? Wie ihr hinten seht, ich habe mich schon häuslich hier jetzt im Wohnzimmer eingerichtet. Denn Mausi und ich schlafen derzeit im Wohnzimmer, da sie derzeit nur so ein bisschen mit ja, Geräuschen einschlafen kann. Und meinem Zimmer ist es halt leider ruhig. Ist sie halt vom Krankenhaus auch gewohnt. Und ja, im Bettchen will sie, also ich habe ja ein Beistellbett, aber da will sie auch nicht so drin schlafen. Deswegen schlafen wir zusammen auf der Couch und das funktioniert auch gerade. Der Nabel ist auch schon ab. Und
Am Donnerstag kommt die Hebamme wieder und da baden wir sie das erste Mal. Sie will mir das halt zeigen, weil ich will das nicht zuerst machen und dann flutscht sie mir noch auf die Finger oder so. Die soll mir da helfen und dann mache ich das jeden Abend mit ihr, so eine kleine Routine. Da wird erst gefüttert und gewickelt und dann werde ich sie baden und eincremen, also einölen und danach werden wir schlafen gehen. So ist dann, wird dann unsere Abendroutine sein. Ja, und mir geht es soweit ganz okay. Das Problem ist halt, ich bin auch ein bisschen krank. Ich habe nämlich durch die Geburt eine Symphysenlockerung. Das ist quasi vom Beckenknochen, der Knorpel vorne am Schambein. Der ist bei mir locker. Und ja, ich habe halt extreme Probleme beim Laufen, beim Sitzen, beim Tragen von der Kleinen und so weiter. Das dauert leider auch mehrere Monate, bis es komplett weg ist. Aber ansonsten geht es mir gut. Wochenfluss ist fast vorbei. Und jetzt nach fast 3 Wochen Entbindung ist es gut. Abgenommen habe ich 11 Kilo bis jetzt, ohne dass ich irgendwas dafür getan habe. Ich esse sehr, trotzdem sehr ungesund. Nein, ungesund nicht. Also schon so, dass es nicht schlecht für die kleine Maus ist. Aber ja, ich esse auf jeden Fall kalorienreich. Stillen funktioniert auch. Also ich stille sie nicht. Ich gebe ihr die Flasche, aber mit meiner Muttermilch. Ich pumpe immer Milch ab. Denn die kleine Maus hat leider nicht genug Kraft und Ausdauer, an meiner Brust zu saugen. Denn sie schläft da währenddessen immer ein und dann quengelt sie dann halt wieder, weil sie halt nicht genug getrunken hat. Und sie ist halt durchs Krankenhaus gewohnt, die Flasche zu bekommen. Und deswegen gebe ich hier halt dann immer ein Fläschchen mit Muttermilch. Und sobald sie halt ein bisschen älter, ein bisschen kräftiger und auch wacher ist, dann lege ich sie an der Brust weiter an. Aber mittags versuchen wir das dann immer nochmal, ne, damit sie trotzdem weiß, wie das funktioniert. Sie liegt hier gerade hier unten, deswegen schaue ich immer so darunter. Ja. Ja, mein Schatz. Und ja, bei uns läuft es auf jeden Fall. Wir schaffen das hier. Und sie ist auch eine ganz süße, ein kleines Päckchen, nenne ich sie immer, weil sie immer so ihre Beinchen so anwinkelt wie so ein kleiner Frosch. Und dann nenne ich sie immer mein kleines Päckchen. Ja. Und was wollte ich noch sagen? Sie hat, sie ist jetzt ja 18 Tage alt und kam mit 3190 Gramm Gewicht auf die Welt und jetzt wiegt sie schon 3500. Also sie nimmt gut zu, hat auch die OP gut überstanden und läuft auf jeden Fall alles. Ja, müssen nächste Woche zu einem Kontrolltermin, aber ansonsten, ja, alles bestens. Und dann würde ich auch mal sagen, dass es das mit dem Video war und ich melde mich zurück, sobald es was Neues gibt und ja, wir so ein bisschen Routine haben und so ein bisschen eingelebt haben, weil Mausi und ich mussten viel kuscheln. Wir hatten uns ja am Anfang nicht so viel und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.